Hallo, Axel Müller. Na, Markus Vollmer. Das ist ja mal eine Tapete, ey. Aber du hast da... Ich habe auch gerade gedacht, das sieht aus wie so eine ganz schlechte 3D-Freistell-Greenscreen-Tapete. Aber es ist es nicht. Es ist echt. Das ist echt. Guck mal hier, ist das nicht krass? Ja, also... Jetzt sieht man es. Alle Zuschauer, die jetzt bei YouTube dabei sind, die sehen jetzt... Eine unfassbare Landschaft im schottischen, wie nennt man das, Outback? wir sind im Westen von Schottland, so ungefähr eine Stunde von der Isle of Skye, aber eigentlich noch eher Richtung Inland, in der Nähe von Glencoe, ja. Am Loch Leven Glencoe, Kincross, also direkt um die Ecke ist der höchste Berg Schottlands, Ben Nevis. Jetzt sind wir aber gerade ganz tief an so einem supergeilen, langen, fjordartigen Loch. Der Wahnsinn. Loch ist ja immer See in Schottland, ne? Genau, Loch ist immer See. Und die heißen ja auch dann See, obwohl sie häufig natürlich ins Meer übergehen. So ein bisschen wie in Norwegen, fjordmäßig so. Ja. Und es ist, wie man hier sieht, es hätte sich der Hintergrund von Zoom nicht besser ausdenken können. Ja, es sieht wirklich surreal aus. Aber es ist die pure Realität, komplett ohne AI, ohne Simulation. Alles echt. Ja. Sogar Axel Müllers Brille ist echt. Und wir haben gedacht, wir machen das heute trotzdem, obwohl ich am Urlauben bin. Ja. Weil wir beim letzten Mal schon eine haben ausfallen lassen müssen wegen Krankheit. Die letzte Folge kam ja verspätet. Deswegen machen wir das jetzt wieder so, wie wir es auch schon mal gemacht haben, von... Globetrotter zu Globetrotter, sozusagen. Ja, ich finde das gut. Ich finde gut, dass du deinen Urlaub opferst. Fast. Also zumindest diese Stunde. Und ausnahmsweise mal nicht grillend vor Loch Dingenskirchen stehst. Nee, grillen sowieso nicht. Das ist ein bisschen zu kalt dafür. Jetzt ist gerade die Sonne draußen, aber es wird gleich wieder kalt. Wir sind ja schon im Oktober. Da ist Schottland richtig schottisch. Richtig schottisch, ne? Da wird nicht gegrillt. Egal. Aber jetzt habe ich eine sehr gute Überleitung überlegt zu unserem heutigen Thema. Ah. Man muss nämlich stinkreich sein, um hier Urlaub zu machen, weil das alles wahnsinnig viel Geld kostet. Ja, da wir beide als Musiker extrem reich geworden sind mit unseren Tricks, die wir heute vorstellen werden. Ihr werdet heute von uns ein Komplettpaket bekommen, wie man als Musiker steinreich wird. Und die beste Möglichkeit, die zu hundertprozentigem Reichtum führt, kommt ganz am Schluss von diesem Podcast. Ihr könnt ja vorspulen. Heutzutage kann man ja vorspulen bei diesen ganzen Streams und Podcasts und so weiter. Ja. Aber wir sagen nicht, bei welcher Minute wir das Geheimrezept nennen. Nein, machen wir nicht. Aber ich habe wirklich ein bisschen recherchiert. Du hast recherchiert? Ja, also zumindest habe ich wirklich mal versucht herauszufinden, was die Musiker so im Internet so sagen, welche Möglichkeiten es gibt als Musiker neben der eigentlichen Musiktätigkeit noch Geld zu generieren, Geld zu verdienen. Ja, aber wir müssen auch sagen, wie die Folge heißt. Die Folge heißt Reich werden als Musiker. Also ja. Das haben wir vergessen. Das ist der Überbegriff unserer heutigen Stunde. Gucken, wie man reich wird, obwohl wir das beide nicht sind. Noch nicht, genau. Aber wir wollen mal so ein bisschen, du hast deine Steuererklärung vorbereitet, wolltest mal so ein bisschen erzählen, wie viel du in den letzten Jahren so verdient hast. Das legen wir heute mal alles auf. Ich habe es mal ausgerechnet, wenn ich mit diesen Mitteln, die ich bis jetzt kenne, reich werden will als Musiker, brauche ich noch, also ich hatte ChatGPT gefragt, habe alles eingegeben, habe gesagt, wie lange brauche ich noch, bis ich Millionär bin, und dann kam 800 Jahre raus. Und dann habe ich, hab ich gedacht, hey, das kann man bestimmt beschleunigen oder vielleicht auf 700 Jahre kürzen und dann mal gucken. Nee, Quatsch, aber es gibt, also wir sind ja beide schon selber Musiker und spielen überwiegend eigentlich Konzerte oder machen natürlich Fernsehshow, singen mal einen Song oder so Sachen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die nebenher auch noch so ein bisschen mitlaufen. Die können wir auch mal vorstellen. Das ist jetzt nicht die Welt vielleicht, ne? Weil man hat ja auch nur 24 Stunden am Tag. Das ist dann immer das, ne? Zeit ist eigentlich so ein bisschen der Gegner. Aber da kann man mal
Also das Ziel von diesem Podcast ist so ein bisschen einfach mal einen Überblick zu kriegen, was andere so machen, um Geld zu verdienen. Ein bisschen ein paar Möglichkeiten aufzählen, die man auch mal ausprobieren kann und vielleicht unsere Erfahrung damit reinzubringen. Ne? Das ist, glaube ich, das können wir erstmal so sagen. Wir haben ja schon, also du ja auch, auch andere Jobs gemacht. Ja. Also ich meine, ich habe früher, als ich noch Jugendlicher war, habe ich geschweißt und habe an Stanzen gearbeitet. Nein. So Ferienjobs gemacht. Doch, ich habe Kohle verdient mit Lohnsteuerkarte und sogar ohne Lohnsteuerkarte, als ich noch gar nicht durfte, habe ich geschweißt als 15-Jähriger. Metall oder Alu? Metall. Schubkarren habe ich geschweißt. Hast du so eine richtige Schweißnaht hingekriegt? Ja, die ersten 30 Schubkarren nicht. Dann ging es irgendwann, aber es hat eine Weile gedauert. Das ist nicht so einfach, ne? Nee, ist nämlich nicht so einfach, genau. Ja. Fand der Vorarbeiter auch eine Zeit lang nicht so cool, was ich da gemacht habe. Aber eigentlich sollte das so ein Schweißroboter machen, aber die Maschine war kaputt und dann kam der und meinte, hast du schon mit der Hand geschweißt? Und ich so, what? Ja, zeige ich dir, guck mal her, so, baff, kein Problem. Okay, habe ich das gemacht, erstmal 30 Schubkarren kaputt geschweißt und dann ging's. Aber, das erzähle ich deswegen, weil ich nämlich davon, von dem Geld, was ich da auf Akkordarbeit verdient habe als 15-Jähriger, habe ich mir eine Fender Stratocaster gekauft. Ah, ein gut investiertes Geld, das war damals nämlich schon geil, Geld zu verdienen und damit was Schönes dann zu kaufen, nämlich eine Gitarre. Das ist witzig, weil ich habe ja Ferienjobs früher gemacht, also bevor ich Musiker wurde natürlich. Also zum Studium ein Ferienjob sozusagen? Nee, nicht zum Studium, sondern in der Schulzeit. Ja. Zum Studium habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe dann im Studium schon mit Musik Geld verdient, mit Unterrichten an Musikschulen, mit Musical-Jobs spielen, und dann ging es halt so los, wie bei dir auch, dass man dann die ersten Cover-Gigs vielleicht spielt, da habe ich dann Geld verdient, Musical-Jobs, Theater-Jobs gemacht, irgendwelche Hochzeitskapellen, Stadtfeste, also so Cover-Band-Kram. Ja. Damit habe ich das erste Geld verdient. Aber ich konnte auch schweißen früher. Ich habe erstens bei meinem Opa schweißen gelernt, er ist nämlich Schlosser gewesen. Ach, und mit dem habe ich diverse, also da war ich aber noch wirklich so 15 oder 14, ne? Die ersten Tore. Lichtbogen, weißt du. Ja, richtig. Also richtig mit diesem Stab, diesem Elektrogenerator. Ja, genau. Und dann dranhalten und mit so einem Schild und dann schweißen. Ja. Ne? So war das da. Und dann, das habe ich da bei ihm ein bisschen gelernt. Und dann habe ich später sogar meine Ausbildung, ich habe ja Werbetechniker gelernt. Also du hast Beschriftung nämlich gemacht, Beschriftung, oder? Beschriftung, ja. Ich hab das abgeschlossen, also einen Lehrberuf. Und habe da Alu-Rahmen oder Lichtrahmen, das sind so Profile, Alu-Profile, die man auf 45 Grad abschneiden muss. Und dann in der Mitte, also auf dieser Kante, muss man die schweißen, Aluminium. Und Aluminium schweißen ist nochmal eine andere Welt. Das war nochmal wirklich krass, da wird man auch richtig, das ist so UV-Licht, ne? Wird man doch, verbrennt man sich, so muss man aufpassen und so. Ja. Also das war ziemlich spannend, aber das war ja meine Ausbildung, da habe ich ja einen richtigen Lehrberuf gemacht und da habe ich eigentlich eher Musik als Nebentätigkeit gehabt und habe Musik als, also da Geld dazu verdient. Später dann war es dann so, dass ich dann, und das ist jetzt eigentlich auch schon mein erstes Side-Projekt, wobei man das gar nicht so, das hat sich so ein bisschen vermischt. Also es war noch nicht so, dass ich Profimusiker war. Ich war ja erstmal noch kein Profimusiker. Aber ich habe natürlich angefangen mit Gitarrenunterricht geben. Ne? Das war eigentlich so das erste Ding, was ich mit Musik schon so machen konnte, neben den Konzerten, die ich gespielt habe. Genau. Ja. Ja, bei mir war es so, dass ich dann neben dem Musik machen, also jetzt so ein bisschen, weil es gibt so bei mir sind mehrere Steps, neben dem Musik machen, in der Zeit, wo ich dann schon auch im Studium war oder auch am Ende des Studiums, habe ich dann so viel mich um die Bands gekümmert, also quasi meine Bands auch, die ich hatte, dass ich so irgendwie in die Rolle des Bandmanagers so gerutscht bin, weil ich mich halt um alles gekümmert habe. Dann habe ich angefangen, auch die Konzerte auszumachen, also quasi zu booken. Und weil das dann auch so mit Merchandising losging, T-Shirts, CDs, Verkauf und sowas, ja immer ein bisschen schwierig aus steuerlichen Gründen für Bands ist, weil man dann 19% Einnahmen hat statt 7% künstlerische Einnahmen, bla bla bla, habe ich dann eine Künstleragentur gegründet mit einem Kumpel zusammen und dann habe ich letztendlich so 6-7 Jahre als Geschäftsführer oder Co-Geschäftsführer eine Künstleragentur geleitet und habe irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
wir hatten so einen Büroraum, wo wir dann gesessen haben und unsere Gigs gebucht haben quasi. Also alles, was man dann so macht, GEMA, GVL, Reisekosten, beziehungsweise Reiseplanung, Buchungen, Gastspielverträge. Und dann irgendwann kamen auch andere Bands dazu natürlich, nicht die eigenen, sondern auch andere. Das war so ein richtiger Booker-Job, also Konzertagent, Künstlermanager, Konzertagent. Management eigentlich, ne? Management und Booking. So, also nicht nur Management, sondern eher Booking und so ein bisschen Management. Und dann, dass man auf Messen auch war, die Bands präsentiert hat und so Showcases ausgemacht hat und solche Sachen. Und da kam insofern Kohle rein, weil man ja dann für diese Geschichten immer so Prozente kriegt, Beteiligung an der Gage. Ne? Ja. Weil das auch eine Zeit ist, die man da investiert. Das habe ich gerne getan. Und in der Zeit habe ich dann aufgehört zu unterrichten. Stattdessen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Zeit besser investiert ist. Ja. Beim Unterrichten hilft man natürlich anderen Leuten im Idealfall. Es macht ja auch Spaß vielleicht, dem einen oder anderen da Leute weiterzubringen und im besten Fall zu inspirieren. Und manche von meinen Schülern sind da tatsächlich auch zum Studium gekommen. Das war auch toll und so. Mhm. Aber ich hatte am Abend beim Unterrichten immer das Gefühl, okay, jetzt bin ich ausgesaugt wie ein Fisch, ja, bin platt. Liege im Bett, ja, bin heiser vom Reden und vom Spielen. Und dann habe ich aber selber nicht geübt, nichts für mich gemacht und irgendwie zwar Geld verdient, aber irgendwie nur Geld verdient. Und so beim Booken hatte ich zumindest das Gefühl, okay, ich buche ja die Termine und ich habe es auch selber im Griff und verdiene damit Geld. Und das war irgendwie mehr oder weniger bottomline, so die gleiche Summe, wie ich mit 2-3 Tagen Unterricht hatte, habe ich dann an letztendlich 2-3 Tagen Booking, je nachdem, wie fleißig oder wie gut man halt war oder wie gut die Bands waren. Aber da kam dann irgendwas, ich weiß, kann man ja so sagen, bei manchen, wir hatten damals irgendwas so zwischen 10% und 20% pro Gage, die dann bei der Agentur gelandet sind sozusagen. Und da kommt dann auch okay Kohle rein, wenn man das macht. Ja. Aber du hast da auch Musik gemacht, nebenher Konzerte gespielt. Ich habe eben die Konzerte gespielt, die ich ausgemacht habe. Ne? Also aber quasi. Nicht alle, du warst auch für andere Bands. Auch für andere Bands, aber hauptsächlich waren das meine eigenen Konzerte, ja. Irgendwie. Okay. Und das war eben auch cool, aber dann kamen natürlich auch andere Acts dazu. Also ich habe schon auch vermittelt, das mache ich heute auch noch tatsächlich. Jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich habe viele, man sagt Kunden, ne, die sagen, die kennen mich und die vertrauen irgendwie auf meinen Geschmack oder wie auch immer, die brauchen einen Act, die brauchen eine Band, sag mal, kannst du da was organisieren? Gibt es nicht was, was irgendwie hip ist? Ja. Dann kenne ich natürlich einige Leute, mit denen man, die man dann vorschlagen kann, von ganz klein bis ganz groß. Das können Privatveranstaltungen sein, das können aber auch echt große Festivals sein oder Events, bis hin zu Vollsupport mit, wir stellen die Technik, wir stellen die Bühne und so. Ne? Also das habe ich alles gemacht, mache ich jetzt sehr selten. Aber also 2-3 Mal im Jahr kommt das noch vor. Und dann rechne ich das dann über meine Agentur ab, sozusagen. Okay. Aber in der Zeit habe ich so viel im Büro gesessen und auch dann noch sonntagabends irgendwelche Technikanweisungen geschrieben und gelesen und so, dass ich so das Gefühl hatte, wow, ich komme nicht mehr zum Musik machen. Also zum Üben, zum Weiterentwickeln, zum Kreativsein. Wenn man so Gigs spielt und dann direkt wieder 3 Tage Vollgas von morgens bis abends im Büro sitzt, ist mir so ein bisschen die Kreativität und das Musik machen einfach aus Zeitgründen flöten gegangen. Und deswegen habe ich damit dann aktiv irgendwann aufgehört, weil ich nicht mehr so viel im Büro sitzen wollte. Ja. Auch wenn das Konstrukt finanziell gesehen geil war. Also eine Kombi aus, ich arbeite im Musikbereich im Booking oder Management und mache aktiv Musik, also diese Kombi. Ja. Das hat eine Zeit lang bei mir ganz gut als Gleichgewicht so funktioniert. Ja, ich glaube, das ist auch immer so das Stichwort. Ne? Also egal, was jetzt noch kommt an Tätigkeiten nebenher. Ich glaube, ein gutes Gleichgewicht ist immer gut. Also ich hatte auch Zeiten, da habe ich in 3 Musikschulen unterrichtet. Ich habe auch ein bisschen zu Hause unterrichtet, wo Leute zu mir kamen. Das war immer recht entspannt. Aber dann kam so eine Zeit, wo ich wirklich in 3 Schulen war. Und ich war dann in Hessen, in Bayern und in Baden-Württemberg. Und habe in 3 Bundesländern unterrichtet. Da habe ich auch in Mannheim schon gewohnt und bin dann da hin und her gechattet. Und das war natürlich immer so ein bisschen komplex, auch wegen Ferien und so, ne, hin und her. Ja, genau. Und ich war wirklich da 3 Tage eigentlich so einen halben Tag bis abends dann immer am Unterrichten. Und das war schon viel. Also man ist dann wirklich ausgelaugt auch. Aber ja, es ist
trotzdem eine schöne Tätigkeit, aber wenn du jetzt Musiker bist, merkst du natürlich, da bleibt das Kreative dann auf der Strecke. Es ist halt eine Dienstleistung dann und man gibt sein Wissen weiter und das macht zwar, kann also mehr oder weniger Spaß machen, ne? Manchmal ist es ja auch so, ich habe dann später an der FMW, wo ich studiert habe, unterrichtet in Frankfurt und das war mehr so mit Schülern, die sich auf ein Jazzstudium vorbereitet haben und das war für mich auch noch mal ein bisschen spannender dann, ne? Und die anderen Schüler, das waren so eine städtische Musikschule, da hat man halt oft die C-Dur-Tonleiter gemacht und Blattspielen anfangen und so, ja. Ne? Das ist natürlich dann so, das wiederholt sich viel dann so, ne? Das ist mehr Pädagogik als Musik machen dann. Das ist ja ganz interessant. Ich meine, wir reden jetzt gerade so ein bisschen über, wie fühlt sich das an und so Zeitbalance zwischen etwas anderes machen als nur mit reiner Musik Geld verdienen. Ja. Und wir reden gerade davon, Privatunterricht geben, beziehungsweise an einer städtischen oder privaten Musikschule unterrichten. Oder eben, jetzt was du gerade erwähnst, die Situation, dass man an einem Institut unterrichtet, also wie der Frankfurter Musikwirtschaft oder Werkstatt heißt die Musikwerkstatt. Werkstatt. Oder eben auch an einer Hochschule, also quasi eine Lehrauftrag oder auch sogar eine Professur, was ja möglich ist. Ja, oder eine Anstellung an Schulen gibt es ja auch. Ne? Oder eben eine Anstellung, genau. Mhm. Da wollte ich gerade darauf hinaus, da ist ja gerade so eine riesen Diskussion in Deutschland zugange mit der Situation, dass ist man denn, wenn man als Honorarkraft an Musikschulen angestellt ist, wo man ja quasi häufig nicht durchbezahlt wird in den Ferien und sich selbst weiterhin versichert, man ist dann eben nicht angestellt, ist das alles richtig oder ist man weisungsgebunden und müsste man angestellt werden? Da gibt es dieses Herrenberg-Urteil vor ein paar Jahren, wo jetzt gerade wahnsinnig drüber diskutiert wird, ob man nicht alle Honorarkräfte an Musikschulen anstellen müsste. Ja. Da gibt es sehr viele Befürworter davon, dass alle angestellt werden mit allen Ups und Downs, die dafür oder dagegen sprechen. Mhm. Und eben auch viele Leute, die sagen, nee, will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja freischaffend sein. Ich will gar nicht angestellt sein. Ich will mir das selber einteilen, weil ich das selbstständige Dasein mehr schätze. Ja. Wie wär's denn bei dir, wenn du eine Festanstellung angeboten bekommen würdest? Jetzt mal egal, ob Musikschule oder Hochschule, die dir jetzt, sagen wir mal, irgendwas 3 Tage die Woche kostet oder 4 Tage die Woche kostet an Zeit, aber vielleicht eine Festanstellung bietet, wo du aber dein freischaffendes Tourleben ein bisschen einschränken müsstest dafür. Wäre das attraktiv für dich? Ich glaube, man müsste es dann andersrum sehen. Wenn Tour- und Fernsehjobs wegfallen, dann ist es wieder interessant, ne? Im Moment ist es für mich halt natürlich spannender, unterwegs zu sein. So, also ich würde das nicht aufgeben für so einen Job, weil ich ja auch im Moment davon leben kann. Aber wenn ich jetzt wüsste, nächstes Jahr müsste ich so vielleicht, keine Ahnung, ist mein Rücken so ein bisschen, ne, will ein bisschen aufpassen auf meine Gesundheit oder man wird älter und man will da ein bisschen weg von dem Tourleben oder dem Stressigen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen mental anstrengender vielleicht und will eher so in so einen Job, der so ein bisschen eine Regelmäßigkeit hat, mehr Struktur hat. Dann kann ich mir das vorstellen, dass man das irgendwann mal switcht. So, ne? Also es kann durchaus sein, dass das irgendwann mal passieren wird. Aber ich würde im Moment nicht sagen, wenn mir jemand das Angebot gäbe, dass ich das andere dafür aufgeben würde. Ne? Dafür ist es im Moment noch, läuft eigentlich noch zu gut. Es ist bei mir genau das Gleiche. Das sehe ich ganz genauso. Wobei man jetzt auch mal, um das Thema unserer heutigen Folge zurückzukommen, dazu sagen muss, dass man weder mit dem einen noch mit dem anderen reich wird. Ne? Ja. Also selbst wenn du eine volle Professur irgendwo hättest, was sehr unwahrscheinlich ist, richtig reich wird man damit ja auch nicht. Ja, wir hatten es ja immer davon, wir können nur Geld verdienen mit unserer Manpower, ne? Als Einzelner. Es ist ja nicht scalbar, was wir machen. Wir können uns ja nicht aufteilen. Ne? Also man redet ja davon, von Scaling, wenn du jetzt eine Musikschule hast, als Einzelperson könntest du sagen, du hast dann 20 Angestellte und dann ist es skalierbar und dann hat man natürlich Möglichkeiten, das auszubauen, auch was die Einnahmen betrifft. Das können wir als Einzelpersonen halt nicht machen. Ja, in gewisser Weise. Du kannst natürlich Dinge tun, um da jetzt mal weiterzumachen. Ne? Also du kannst im Musikbereich natürlich schon reich werden, wenn du schreibst. Also entweder du bist ein wahnsinnig erfolgreicher Live-Act und spielst unglaublich viel, verdienst mit der Live-Kohle Geld. Ja. Also wir als Sideman verdienen ja immer irgendwie so eine Art generische Gage, die dann mal ein bisschen höher und ein bisschen niedriger ist, je nach Act, mit dem wir unterwegs sind, sag ich mal. Ja.
Bei mir ist es häufig so, dass dann so Gagen im Eventbereich mit Coverbands oder Galabands manchmal sogar noch höher sind, als wenn man mit einem sehr bekannten Künstler als Sideman spielt. Was auch okay ist, so ein bisschen schmerzensgeldmäßig. Also ne, ist auch nicht jeder Cover-Gig ist geil oder viele sind auch sehr anstrengend oder spät in der Nacht oder sehr lang oder wie auch immer. Das ist schon anders als konzertantes Spiel. Trotzdem gibt es manchmal mehr Kohle bei diesen Geschichten, aber trotzdem weder mit dem einen noch mit dem anderen wird man Millionär. Also genau, das ist das, was ich meine mit, ich kann nur als, ich werde nur bezahlt, wenn ich da bin und wenn ich den ganzen Tag da verbringe und wieder heimfahre. Ne? Das ist das, was ich meine. Also es kommt kein, wie nennt man das, kommen keine Einnahmen rein, die sich selbst generieren oder so. Genau, es sei denn, man tut Dinge, die für einen arbeiten, während man etwas anderes macht. Genau, das ist der nächste Step. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen, aber um ein bisschen Ordnung reinzubringen, wir haben jetzt im Prinzip gesagt, wir können Konzerte spielen und wir können unterrichten. Das sind so die zwei Standpunkte, die wir bis jetzt erstmal so hatten. Und wenn wir jetzt von Konzerte spielen reden, dann ist es ja auch wieder aufgefächert. Ne? Also wir beide sind zum Beispiel mit einem bekannten Künstler unterwegs oder wir spielen eine Gala, wir spielen vielleicht mal eine Hochzeit. Wir haben noch keine Straßenmusik gemacht, ist auch eine Möglichkeit. Ne? Habe ich gemacht, viel. Du hast es, genau, du hast es mit den Schaas, genau, gemacht, stimmt. Ich habe es nur einmal gemacht, so zufälligerweise, aber nicht so richtig steady. Also das ist Straßenmusik. Dann, es gibt Leute, die spielen Covergigs in Clubs, ne? Irish Pubs, alleine, mit Akkuklampfe, das ist auch so eine Möglichkeit. Es gibt die Steady-Jobs in Clubs, wenn man zum Beispiel jeden Donnerstag After-Work-Party, diese Dinger gibt es und so. Online-Konzerte von zu Hause gäbe es auch, machen auch manche Leute und so weiter. Also allein da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten, mit seiner Band oder alleine aufzutreten. Und wenn wir dann noch davon reden, Unterricht zu geben, dann reden wir davon, dass wir das auch online machen könnten oder von zu Hause. Das mache ich im Moment. Also ich habe immer mal Leute, die spontan oder mehr oder weniger spontan anrufen und sagen, hast du Zeit? Wir machen eine Doppelstunde hier bei mir im Studio oder so weiter. Ne? Egal, kann man auch zu Hause machen, kann man online machen, dass man da stundenweise Unterricht gibt und so weiter. Also das sind mal die zwei naheliegendsten Sachen, die man eigentlich als Musiker macht, unterrichten und Konzerte spielen. Ja, für uns die naheliegendsten, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich bin kein Bühnenmensch, ich war noch nie ein Bühnenmensch, ich bin Komponist oder Arrangeur. Ja, absolut. Es gibt viele Leute, die einfach Songs schreiben für andere. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, finde ich, was ist denn da los auf deinem Screen? Da war so eine Blase, ne? Ja, ich habe so, da gibt, man kann so Emotionen ausdrücken mit so einer Funktion, wo man ich so... Ich habe den hier gemacht, das war aber, glaube ich, bei FaceTime und dann sind mir ganz viele tausend Luftballons geflogen. Naja, ich habe Reaktionen eingeschaltet und wenn man Reaktionen einschaltet, dann passieren so Sachen. Ich mache das mal aus. Dann fliegen ja auch keine Blasen durch. Ja, also das wollte ich nämlich sagen, weil wir eben an diesem Punkt waren, alles, was bisher genannt wurde, Gigs spielen, egal welche Art und unterrichten, egal wie, sind alles Dinge, die nur Geld einbringen, wenn man das gerade in dem Moment tut. Ja. Wenn man aber Songs schreibt und Tantiemen kassiert dafür über die GEMA oder andere Verwertungsgesellschaften oder wenn eben Tonträger verkauft oder gestreamt werden, kommt natürlich Geld rein zu einem anderen Zeitpunkt, wo man wieder andere Dinge machen kann und gleichzeitig Geld verdienen kann. Absolut, passives Einkommen, ne? Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Also es gibt jetzt, also ne, wenn wir gerade dabei sind, es gibt natürlich die Möglichkeit zu komponieren, von der GEMA Tantiemen zu bekommen. Es gibt auch eine Möglichkeit, Online-Dienste, ne, zum Beispiel so Sachen wie Epidemic Sound oder Artlist. Das habe ich nämlich auch schon mal gecheckt. Da kann man zum Beispiel sich anmelden und kann sich, also man muss sich erst bewerben und da Songs hinschicken oder also so Instrumentals oder fertige Songs gesungen. Und das sind dann Songs, die man da verkaufen kann, zum Beispiel für Leute, die Videos machen und da ihre Vlogs unterlegen. Das hast du sowas schon gemacht? Ich habe mich teilweise beworben, ist aber sehr überlaufen. Da hat man teilweise auch lange Wartezeiten, bis man da reinkommt. Ne? Also ich wurde abgelehnt und bei der anderen Plattform heißt es, okay, wir müssen, du musst warten, mal gucken, ob es irgendwann klappt. So, ne? Also es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Man muss auch da schon relativ hochwertige Songs
einreichen. Man kann nicht einfach so ein Demo machen, das schlecht gemischt ist. Man muss richtig, also relativ gut klingende Songs schon abliefern. Ne? Das Niveau ist ziemlich hoch. Das ist eine Möglichkeit. Das riecht für mich danach, als sei es keine Methode, um Millionär zu werden. Also um Millionär zu werden. Einnahmen generieren, ja. Das ist ja oft so bei so Online-Sachen, auch beim Streaming. Man muss natürlich erstmal sehr viel Energie so reingeben. Und manche Leute arbeiten da auch so schon mehrere Jahre dran, um ihr Standing da irgendwie aufzubessern oder überhaupt reinzubringen. Ne? SoundCloud ist auch so eine Plattform, die viele machen. Das ist zwar nicht, man kann da nicht direkt Geld verdienen, glaube ich. Man könnte das dann aber mit Musikverkäufen machen. Bandcamp ist eine Plattform, wo ich meine Musik habe, um Musik zu verkaufen, die du komponiert hast, also in deinem eigenen Namen zum Beispiel oder auch nicht, egal. Und es gibt dann, um da gleich anzuknüpfen, das ist jetzt die Möglichkeit, Kompositionen zu verkaufen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, seine Tätigkeit als Studiomusiker oder als Mixer oder als Mastering-Experte, was auch immer, Songwriter, Produzent zu verkaufen auf Plattformen wie zum Beispiel Fiverr. Also wer das noch nicht kennt, Fiverr ist eine Plattform, wo Leute einfach ihre Dienstleistungen anbieten. Manche Leute machen Videokunst, manche Leute zeichnen. Das ist ziemlich spannend eigentlich. Und dann kann man da auch sagen, hey, ich schreibe dir Songs, kostet so und so viel, lass uns mal quatschen und so weiter. Man kann da seine Dienstleistungen anbieten. Oder so Sachen wie Sound Better, da bin ich auch. Da kann man seine... Ich kann sagen, sind wir auch, ja. Bist du auch, genau. Malte ist jetzt auch drin. Der Alex Höfgen ist schon sehr intensiv da drin. Der macht das schon lange, hat auch diese Professional... Situation, wo man selber 90 Euro bezahlen muss, um besser gelistet zu sein, bekommt aber dann mehr Aufträge. So, ne? Also das rechnet sich dann, wenn man dann auch wirklich so gesehen wird bei dieser Plattform. Ja. Und der macht da recht viel. Sound Better ist das. Und da kann man, das ist eine Plattform für Studiomusiker oder auch für Songwriter, für alles Mögliche, wo Leute dich buchen können, ne? Also als Schlagzeuger. Genau, da kann man sagen, ich mache das. Man hat quasi ein Profil. In meinem Fall, ich bin Saxonist und Holzbläser, Multi-Instrumental. Ich biete das und das an. Ich kann dir das und das schreiben, arrangieren. Ich kann zu Hause recorden. Ja. Und dann fragen die Leute, ey, ich brauche ein Saxophon-Solo oder kannst du mir mal Bläser schreiben dafür? Was kostet das? Ja. Und dann kann man das quasi über diese Plattform miteinander ausmachen und sagen, du kriegst irgendwie 2, 3 Review-Möglichkeiten, okay, das hat mir nicht gefallen, kannst du noch mal was anderes machen, so diese Geschichte, und dann kriegt man dafür Geld. Ich finde, das ist so ein bisschen die Frage, wie sehr man das in den Alltag integrieren kann. Das ist das Problem, was ich damit habe. Mhm. Wenn man viel zu Hause ist, wenn man frei hat oder von zu Hause sonst irgendwie gerade arbeitet in irgendwelcher Form, dann finde ich das geil, dann kommen Anfragen rein. Ich habe das auch schon mehrfach gehabt, ich war zu Hause und dann konnte ich es am gleichen Tag erledigen. Mhm. Das ist natürlich dann super cool für den Kunden, weil man will ja häufig schnell ein Produkt haben. Ja. Wenn man aber viel unterwegs ist, sei es jetzt, wie ich gerade in Schottland, ich habe nämlich vorgestern eine Anfrage von Soundbetter bekommen. Ah. Bin aber in Schottland und schreibt dann zurück, hey, hätte es gern gemacht, aber sorry, I'm on holiday. Ja. Wie schnell brauchst du es? Ich kann es dir erst in 4 Wochen machen. Ja. Dann funktioniert so eine Plattform natürlich dann nicht mehr so gut. Und man muss auch dazu sagen, es ist mittlerweile die Erwartungshaltung. Ne? Du kriegst auch so ein Ranking, wie schnell du reagierst. Und ganz das macht genau. Das macht nämlich Druck. Und dann ist es manchmal sinnvoller zu sagen, nee, ich kann es jetzt nicht liefern. Geh woanders hin, wo es schneller geht. Weil man erwartet mittlerweile, dass man relativ schnell da zu Pötte kommt. Bei mir hat das schon oft ganz gut geklappt, dass jemand gefragt hat, ey, Anfrage, kannst du das und das für mich machen? Und ich sage, okay, ich kann es am Dienstag machen. Und dann gehe ich da ins Studio hier und nehme mein Zeug auf und schicke denen das durch. Und dann kommt vielleicht nochmal eine Revision und die sagen, ja, vielleicht kannst du da nochmal das machen. Und dann war es das meistens. Also es klappt in der Regel relativ gut. Und also in meinem Fall hat das bis jetzt immer ganz gut geklappt. Und dann mache ich ja auch neben Sound Better, ne, auch oft Sachen, wo jemand sagt, hey, ich habe einen Song, kannst du mir Gitarren da drauf spielen? Akkuklampfe, Mandoline, vielleicht mehrere E-Gitarren, vielleicht sogar ein Bass und so. Das mache ich ziemlich oft. Und das ist aber, das geht einfach nur dadurch, dass die Leute wissen, dass ich das mache und die kontaktieren mich dann direkt. Ne? Also aber Studioarbeit von zu Hause aus wäre dann der nächste Posten sozusagen. Aber auch da muss ich sagen, Millionär wird man nicht. Noch nicht. Also wir brauchen noch mehr Tätigkeiten.
Ich bin einfach in dem Sektor, muss man einfach auch sagen, das ist zumindest mein Eindruck. Es mag sein, dass es vielleicht in den 80ern, 90ern ein bisschen anders war, aber es ist ja weniger Geld für die Musikproduktion da, als sie vielleicht früher zur Verfügung stand. So, ne? Ja. Das heißt, die Leute produzieren viel von zu Hause und haben eigentlich häufig kein Budget, haben keine große Plattenfirma oder keinen großen Vorschuss und sagen, hey, gib mal eben für einen Gitarrentrack, gebe ich dir 800 Euro. Das findet nicht mehr statt, nee. Sondern es sind gerade auch auf Soundbetter, finde ich, häufig Preisvorstellungen, die eher Unterkante sind. Ja. Also ich überlege, macht es Sinn, man ist mich generell anzubieten für wenig Geld? Ja. Bist du noch da, V? Ja, check, 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 one, two. Haben wir gerade eine schottische Fluktuation. Mein mobiles Internet war kurz instabil, aber jetzt scheint es wieder. Okay. Genau. Das ist so grundsätzlich so ein bisschen so, ne? Also auch durch Streaming ist ja auch, sind die Musikverkäufe ja auch eher so auf Masse gegangen. Nicht mehr so, man sagt nicht mehr, okay, ich bringe ein Album raus, sondern ich bringe ständig neuen Content raus. Ne? Das hat sich ja dahingehend schon ein bisschen verändert. So ist es eigentlich auch bei diesen ganzen Online-Diensten. Ne? Es ist schon so, man macht einen Preis aus, aber es ist, rentiert sich nur, wenn man es schafft, viel zu machen eigentlich, ne? Und dann ist aber natürlich die Frage, wie schnell ist man und wie viel Zeit hat man. Ne? Also das hat sich natürlich schon ein bisschen geändert auch. Also wie gesagt, es ist eher so eine Sache, um was dazu zu verdienen, wenn man jetzt Musiker ist, auf Tour ist und dann irgendwie unter der Woche zu Hause ist und ein paar Aufträge annehmen kann. Dann gebe ich vielleicht da mal ein bisschen Unterricht, dann mache ich da ein paar Studiojobs. Also die Summe, wenn man dann wirklich das schafft, dass jede Woche so ein bisschen vollgepackt ist mit hier und da ein paar Aufträge, dann kann man da relativ... Also wir reden jetzt auch davon, jetzt ne, neben dem Reichwerden überhaupt als Musiker leben zu können. Und davon, wenn man da viele Standbeine hat, kann man relativ gut dann leben. Ne? Und wenn man sich da hier und da vielleicht auch etabliert hat. Also das wäre schon möglich dann. Ne? Ja, genau. Aber hinter dir ist auch gerade so ein Monster durchs Wasser geschwommen. Ne? So mit so einem langen Hals, mit so Zähnen dran. Hast du das schon mal gesehen? Was? Sag nochmal. Ich glaube, jetzt ist das Internet komplett abgestellt. Ich habe gerade gesagt, da ist hinter dir so ein Dinosaurier-ähnliches Monster durchs Wasser geschwommen. Ich wollte es nur sagen, falls hier wieder ins Wasser geht. Haha. Okay, also. Ja, aber die Frage ist noch, also ich habe nicht den Eindruck, dass man mit dieser Kohle jetzt Thema Millionär, ne? Da sind wir nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Noch lange nicht. Also Millionär heutzutage, das wird man ja sowieso nur, also der nächste Punkt wäre, Musik online zu verkaufen, Streaming, bla bla bla, ne? Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Also Musik komponieren und also da gibt es dann Leute natürlich, die jetzt zum Beispiel, angenommen, die kommen in die besten Playlisten bei Spotify und schaffen das wirklich ein riesen Publikum sich zu erarbeiten, Fanbase und die Streamingzahlen so hoch zu jagen, dass die jetzt wirklich regelmäßig Millionen von Streams bekommen, dann ist es möglich, wirklich so sechsstellig im Jahr rauszugehen oder mehr. Ne? Also da gibt es schon viele Beispiele von Leuten, die richtig Gas gegeben haben und mit Streaming da auch in die Richtung gehen. Ne? Von Millionen. Genau, das ist auf jeden Fall eine von den modernen Methoden, die kann funktionieren. Ja. Und ich kenne auch einige Leute, die da wirklich aktiv dran arbeiten, das zu tun und dafür andere Dinge total einschränken. Also die Kombi aus jemand, der wahnsinnig viel konzertiert, tourt und wahnsinnig viel unterrichtet und wahnsinnig viel Stream-Erfolg hat, die kenne ich nicht. Nee. Zumindest in meinem Bekanntenkreis nicht. Da kommst du ja eigentlich schon an den nächsten Punkt. Ne? Man muss sich für irgendwas auch dann mal entscheiden. Also im Sinne von, ich habe ja nicht genug Zeit für alles. Also so geht es mir eigentlich täglich so. Ne? Also ich weiß ungefähr, ich habe so ein Paket an Sachen, die ich mache. Und da gehört jetzt zum Beispiel auch noch ein Punkt dazu, den wir noch nicht genannt haben, nämlich zum Beispiel das Ziel mit YouTube Einnahmen zu erzielen, was manche Leute auch wirklich gut hinkriegen. Gibt zum Beispiel Gitarrenlehrer, die online irgendwie einen YouTube-Kanal haben und da vielleicht, wenn du es ungefähr so 100.000 Abonnenten hast und regelmäßige Zugriffe, die so in die fünfstellige bis sechsstellige Zahl gehen, dann kann man da auch irgendwann von leben. Insbesondere dann, wenn man den YouTube-Kanal noch nutzt, um Werbeeinnahmen zu erzeugen oder
oder Workshops zu verkaufen. Ne? Also Spotify Streaming, YouTube Affiliate Links, Werbeeinnahmen und vielleicht sogar mit einem YouTube-Video ein Workshop oder ein spezielles, wie sagt man da, ein Video anzubieten mit einem Workshop, der extra verkauft wird als Masterclass-Video oder sowas. Das gibt's ja dann auch. Ne? Das kann man in Verbindung mit solchen YouTube-Kanälen super machen, vor allem wenn man dann auch wirklich eine Reichweite hat. Also wenn ich jetzt 100.000 Follower habe und ein Video anbiete mit einem speziellen Workshop, der wirklich auch vielleicht ein bisschen mehr bietet als einfach nur ein 10-minütiges YouTube-Video, sondern da sind auch Unterlagen dabei, PDFs und so weiter, dann kann man da vielleicht auch mal so eine Masterclass anbieten. Das wäre auch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen dann. Und das ist dann auch wirklich so ein bisschen, wenn das wirklich gut läuft und von deinen 100.000 Leuten vielleicht 10% das Ding kaufen, da kommt dann natürlich schon einiges bei rum, ne? Das ist eine gute Ich kenne diese ganzen Zahlen nicht, weil ich in dem Business nicht so aktiv bin. Aber ja, das, ich kenne ein paar Leute, die das machen. Da ist mein persönlicher Eindruck immer so ein bisschen, man hat natürlich als Deutschsprachiger einen limitierteren Kreis, als wenn man das jetzt quasi auf Englisch machen würde, wo man einfach weltweit eventuell Leute erreichen kann, sprachlich gesehen. Ja. Das ist natürlich so ein Thema. Oder vielleicht ist es ja manchmal auch gar nicht schlecht, dass man das in einer Sprache macht, weil man dadurch viel punktueller die Leute erreicht. Ja, aber auf jeden Fall ein Thema, was total auch Geld einbringen kann. YouTube-Millionäre gibt es wahrscheinlich auch im Musikbereich. I don't know. Also ja, Musik ist wieder ein bisschen spartenmäßig, aber die gibt es natürlich auch. Ne? Ich denke, was ist ein Millionär? Also sobald du mal diese siebenstellige, ne, also Position erreicht hast an Einnahmen in einem Jahr, ist man dann Millionär? Wann ist man eigentlich Millionär? Wenn man die Million auf dem Konto hat? Wenn du Millionen auf dem Konto hast. Halt. Aber die ist ja so vielleicht... So würde ich jetzt mal Millionär bezeichnen. Die ist ja nie lange da dann wahrscheinlich, die Million. Ja, weil man immer Gitarren kauft und Saxophone. Richtig. Und nach Schottland fährt. Und so. Auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, einfach nichts einkaufen. Keine Gitarren mehr kaufen. Keine Gitarren mehr einkaufen. Einfach so viel Geld einfach nicht ausgeben, bis man bei einer Million ist. Auch eine Möglichkeit. Ich habe etliche Sachen aufgeschrieben. Ne? Also wir haben jetzt etliche genannt. Merchandise ist auch eine Möglichkeit, wenn man das schafft, eine Fanbase aufzubauen. Ne? Merchandise-Artikel zu verkaufen auf der Webseite oder dann auch live. Das haben wir noch gar nicht genannt. Musik produzieren, online verkaufen, haben wir gesagt. Aufbau einer Online-Präsenz, also Newsletter, Social Media, Bandcamp. Das ist auch eine Möglichkeit, die viele parallel sowieso schon machen. Das ist ja eigentlich auch mittlerweile Standard. Gibt auch Leute, die sind gleichzeitig neben dem Musiker-Dasein oder neben ihrer Tätigkeit als Musiker auch DJs oder sowas. Gibt's auch. Ja. Die verdienen ja teilweise schon wesentlich mehr als Musiker. Also wenn du ein guter DJ bist und auf Ibiza da deine Fanbase hast, da brauchst du dir, glaube ich, auch nicht mehr so viel Sorgen machen dann, ne? Je nachdem, wie bekannt dein Name natürlich ist, aber ja, warum nicht? Gibt's auch viele, die das machen. Dann habe ich, ich habe eine richtige Liste gemacht, ne? Auch witzig, wie man als Musiker Geld verdienen kann: staatliche Fördermittel beantragen. ja. Warum nicht? Ist das Geld verdienen? Was meinst du damit genau? Naja, also in der Corona-Zeit war das ja so ein bisschen in Mode gekommen, ne? Dass man staatliche Fördermittel beantragt. Gibt's aber immer noch. Viele vergessen das. Initiative Musik. Man kann immer noch Förderhilfen für Projekte beantragen. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel eine Plattenproduktion zu fördern. Also sollte man nicht unter den Teppich kehren. Finde ich schon spannend. Liebe Initiative Musik, ich möchte Millionär werden. Wie könnt ihr mir dabei helfen? Ja, ich frage mich so ein bisschen, wenn das unser Hauptthema ist in diesem Video, reich werden als Musiker, sind wir immer noch unter der Oberfläche. Ne? Wir tauchen immer noch, wir sind immer noch so ein bisschen am, wie sagt man da, unterhalb der Millionengrenze. Ja, also mein Resümee ist eigentlich ja auch, dass das eigentlich ein bisschen eine rhetorische Frage ist, so schlimm wie es ist. Es sei denn, wie gesagt, man wird mit einem Act erfolgreich oder man wird mit seinen
Songs, die man geschrieben hat, für einen Act oder für sich selbst, für seine eigene, für sein eigenes Projekt, für die Band, wird damit erfolgreich. Das ist natürlich so der Wunsch von letztendlich jedem. Ich glaube, deswegen fängt man ja vielleicht auch an, Musik zu machen, weil man irgendwie erfolgreich werden möchte. Und ja. Es gibt ja aber auch Leute, die dann irgendwann selber erkennen, ich selber werde wohl nicht erfolgreicher Künstler sein mit meinem Singen oder mit meinem Instrument, sondern ich produziere andere. Genau, Songwriting. Das machen ja viele. Sie produzieren oder co-writen für andere oder schreiben Songs für andere. Ja. So die Kombination aus mit jemandem zusammenarbeiten, eine Platte schreiben, Songs schreiben, Hits schreiben, im Idealfall gibt es ja durchaus auch Leute, die sich ganz speziell darauf spezialisieren und sich entschieden haben, eben nicht selber auf Bühnen zu stehen, nicht zu unterrichten. Sondern, ja, eine ganze Menge. Ja, es gibt ja also es gibt viele Beispiele von Musikern, die Welthits geschrieben haben, aber eigentlich gar nicht auf der Bühne stehen, ne? Gibt es ganz viele Beispiele. Genau. Und das ist natürlich so, die kriegt man nicht so direkt mit, weil die nicht so im Rampenlicht stehen, aber die schreiben natürlich für die bekannten Musiker dann. Ne? Und dadurch, dass man ja durch die Texttantiemen natürlich den größten Anteil kriegt, soweit ich weiß, ne? Ich glaube, es gibt ja immer Text und Komposition. Text und Musik 50-50 meistens. Ne? So, genau, oder? Wenn man den Text schreibt, ist das auf jeden Fall ein guter Posten dann, ne? Immer. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine Situation, die sich ganz gut eingliedern lässt in das sonstige Musikleben. Ne? Wenn man sagt, man ist auf Tour und schreibt aber trotzdem Musik und trifft sich dann mit anderen Leuten und ist kreativ. Man muss das ja nicht ausschließlich jeden Tag machen. Aber ja. Ich kenne viele, du ja auch, wir alle, viele Produzenten oder Writer, die halt eben nichts anderes machen, die nur dieses Ding machen. Und da kann unter Umständen durchaus Kohle fließen. Aber auch da mit den Streaming-Einnahmen, mit weniger physisch verkauften Tonträgern, ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger geworden, als das vielleicht früher war, weil man einfach da mehr an den Einnahmen beteiligt war, weil die Einnahmen höher waren letztendlich als jetzt aktuell. Das Bild zeichnet sich eigentlich ganz klar ab. Es ist als Musiker in dem Sinne mit seiner eigenen Manpower, da wird es schwierig als Millionär, gerade als Musiker, der hier mal spielt, da spielt, dieses Projekt hat. Sobald man in den Bereich geht, Internet skalierbar und man hat ein Produkt, das man anbieten kann, das vielleicht wirklich ein großes Publikum irgendwie erreicht, dann wird's interessant. Und ich glaube, das ist das Ziel von vielen mittlerweile, einfach neben seiner Musiktätigkeit irgendwie ein Produkt auf den Markt zu bringen, das irgendwie auch international erreichbar ist. Du hast das mit Flipper natürlich super hingekriegt, dass das auch wirklich in Amerika, Südamerika und in anderen Ländern international erreichbar ist und kaufbar ist. Das ist natürlich das erste Ziel. Und seitdem das Internet da ist, ist es natürlich ein bisschen einfacher geworden, das zu schaffen natürlich. Und das machen mittlerweile viele. Ne? Eine Idee zum Beispiel ist auch zum Beispiel Samples anbieten. Viele Musiker, die ihre, ne, zum Beispiel Drummer, viele Drummer, die bieten ihre Drum-Samples an und machen dann ein Paket und bieten das im Internet als Sample-Pack bla 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 an oder so. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Und wenn man da eine gute Webseite hat, eine gute Präsenz und einen guten Online-Shop, dann kann man da natürlich super viel machen. Also das finde ich auch interessant immer. Und Samples gibt es ja nicht nur als Drummer, gibt es auch als Gitarristen, gibt es auch vielleicht als Sänger. Also man kann da komplett, egal was man da macht. Je nachdem, es ist einfach nur, glaube ich, wichtig, dass man ein gutes Produkt hat, das für alle erreichbar ist. Also die Erreichbarkeit. Und es muss einfach sein, das Teil zu kaufen. So, ne? Genau. Aber das ist natürlich Fluch und Segen des Internets zugleich, ne? Dass man da einfach die Möglichkeit hat, viel, wenn man eine gute Idee hat, wenn man irgendwie was Outstanding-mäßiges liefert, ob das jetzt geile Samples sind oder wie in meinem Fall vielleicht diese Flöten-Mundstück irgendwie. Aber trotzdem würde ich sagen, mein Eindruck ist über alles, was wir jetzt geredet haben, dass das alles letztendlich so ein Baukastensystem ist. Ne? Man kann aus, mit 2, 3, 4 verschiedenen Standbeinen irgendwie ganz okay über die Runden kommen. Yeah. Manche sind so singulär in einem Bereich unterwegs, dass sie quasi nur live spielen,
oder nur im Studio arbeiten oder nur unterrichten. Mhm. Aber bei vielen Kollegen, Kolleginnen ist es bei mir zumindest im Umfeld so, dass ich so das Gefühl habe, dass eine Kombi aus mindestens 2 oder 3 von diesen Bausteinen ist, die letztendlich das Einkommen ausmachen. Aber so dieses Millionärreich werden, da muss man schon one in a million sein, um die Million zu erreichen. Das ist eher, würde ich sagen, eher selten. Aber es ist auch das Schöne daran, dass es irgendwie abwechslungsreich bleibt. Das ist so mein persönliches Ding, dass ich das irgendwie spannend finde. Ich glaube auch, dass das in meinem Leben nicht so bleiben wird, wie es jetzt gerade ist. Es wird sich wahrscheinlich auch wieder verändern irgendwie. Und da wird was anderes wegfallen, was Neues dazukommen. Aber ich gehe davon aus, dass ich nicht reich werde. Das ist im Gegenteil, ich mache mir eher so ein bisschen Sorgen um meine Rente. Ja, das, genau, das sowieso. Aber ja, wie gesagt, also es ist ja oft so, dass man, also viele Leute, die jetzt reich geworden sind, die haben auch wirklich zum Teil krasse Energie reingesteckt, sind an ihre Grenzen gegangen, ne, haben Nächte durchgemacht. Also es gibt immer wieder das Beispiel, dass Leute wirklich so an ihre Grenzen gegangen sind, dass sie kurz vorm Umfallen waren, um eine Sache voranzubringen. Also es gehört natürlich ein starker Wille dazu. Und ich glaube, jeder, der da vorankommen will, der muss sich Gedanken machen, was will ich natürlich oder was kann ich gut, was kann ich anbieten, wo kann ich Energie reinstecken, ohne dass es gleich nach einer Woche wieder flöten geht. Sondern ich glaube, man muss sich auch Gedanken machen, wo schaffe ich es, längerfristig Energie reinzustecken und auch mit Tiefschlägen klarzukommen. Ne? So, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da den Punkt findet, wir hatten es ja schon mal davon, ein Projekt abzusagen oder was Neues anzufangen oder was durchzuziehen. Ne? Weil das ist immer, glaube ich, so das Hauptproblem, wenn man ein Projekt macht. Egal, ob es eine Plattenproduktion ist oder ob es irgendwie was ist, was ein längeres Projekt ist, wo man mehr Zeit reinstecken muss. Ich glaube, man muss sich überlegen, wo man da genug Zeit reinstecken kann, will und auch die Ausdauer dann mitbringt. So, ne? Aber damals auf jeden Fall einige Sachen genannt. Es gibt, was ich auch noch hier lassen will, sind, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, diese Webseiten, wo man nebenher Geld verdienen kann. Es gibt zum Beispiel 5, die ich gefunden habe. Es gibt SoundBetter, das haben wir schon genannt. Es gibt Fiverr, wo man seine Sachen anbieten kann als Dienstleister, ob es jetzt Mischer ist, Gitarrist, Sänger, ja. Also ne, Studio, alles Mögliche. Es gibt eine Webseite, die heißt AirGigs, eine spezialisierte Plattform für Musiker. Kann man auch mal reingucken. AirGigs. AirGigs? Ja, Air wie Luft und Gigs. Ich weiß nicht genau, was die machen. Luftgitarre spielen, geil. Maybe. aber das gibt's. Es gibt eine Seite, die heißt People Per Hour. Eine allgemeine Freelancer-Plattform ist das. Da kann man auch mal nachgucken, was da passiert. Und es gibt eine Plattform, die heißt Upwork. Die Sachen stellen wir auch mal in den Text unten rein, ins YouTube-Video, kann man mal reingucken. Keine Ahnung, man muss natürlich ein bisschen schauen, wo man sich sieht. Ne? Es gibt dann noch Epidemic Sound, da kann man sich bewerben, wenn man Musik für Online- oder Videokünstler machen will. Und Artlist, da kann man sich auch bewerben. Man geht auf die Webseite, bewirbt sich mit seinen Songs und vielleicht wird man genommen und kann da regelmäßig Songs reinbringen und da kriegt man dann natürlich auch Geld. Also das sind die Möglichkeiten, die ich gefunden habe. Ja, aber um wirklich Millionär zu werden, muss man natürlich Sachen machen, die sich auch wirklich skalieren lassen. Also das heißt, Songs schreiben, wo man das schafft, eine virale Dynamik zu entwickeln. Ne? Ob es jetzt Videos sind mit einem guten Musikvideo, ob es Streaming ist oder so. Ich glaube, diese Sache ist natürlich, das will natürlich jeder. Und eine andere Chance, jetzt wirklich da ein großes Publikum zu erreichen, kenne ich jetzt nicht. Ne? Außer jetzt, wie gesagt, einen guten Job zu haben, wo man Produkte verkauft. Das müsste man auch aufbauen. Oder man heiratet reich in eine Familie rein, in eine Juristenfamilie oder in eine Arztfamilie zum Beispiel. Ja, oder es gab auch mal die Frage, wie wird man Millionär? Man könnte zum Beispiel Milliardär werden, dann kauft man eine Fluggesellschaft und ist dann ruckzuck auch Millionär. Ja, oder
Was eben auch viele machen, ist einfach ein bisschen Kohle zurücklegen und das vielleicht in Aktien, ETF, Altersvorsorge, wie auch immer, zu investieren oder in Immobilien, um diese Kohle für sich arbeiten zu lassen, mit den ganzen Ups und Downs dieser Thematik. Aber das ist auf jeden Fall was, was ja nicht nur spezifisch für Musiker ist, sondern grundsätzlich für jeden, der irgendwie ein bisschen Geld zurücklegen kann, hat man schon mal, glaube ich, bei der Krankheitsthematik drüber gesprochen. Ja, genau. Wenn man schon Geld hat, dann, ne? Was macht man damit? Genau. Klar. Aber also mein persönliches Ding ist, ich habe, glaube ich, Jahre gehabt, wo ich so viel gespielt habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich kann zeitmäßig fast nicht mehr machen. Ja. Ich war nicht im Urlaub und hatte irgendwie nur gefühlt 3 Wochen frei in diesem Jahr. Aber was dann Bottomline unten bei meinem zu versteuernden Einkommen war, war eben so eine Summe, wo ich so gedacht habe, okay, das ist also die Summe, die ich verdiene mit Musik bei mir, ja, ja, mit Gigs spielen und unterrichten und Studio und Fernsehen. Damit komme ich gut über die Runden, aber reich werde ich damit nicht. Und das ist ein Jahr, was so voll war, dass ich gesagt habe, das will ich eigentlich in der Form nicht machen. Ja. Dann lieber weniger, ein bisschen weniger machen, ein bisschen mehr Urlaub machen, ein bisschen weniger Steuern zahlen dadurch auch. So ein bisschen in Einklang zu bringen. Nicht. Aber dass eigentlich okay über die Runden kommen kann, wenn man findig ist und irgendwie versucht, sich selbst richtig einzuschätzen, ne? Ob man jetzt das eine besser kann oder das andere besser kann und dann diesen Weg auch aktiv zu gehen, sozusagen. Also zusammenfassend kann man ja sagen, also mit rein mit Konzerten wird es schwierig, es sei denn, man spielt wirklich bei einem der größten Acts in Deutschland. Wenn man kleinere Baustellen hat, funktioniert das Geld verdienen eigentlich nur, wenn man ein passives Einkommen erzeugt mit Webpräsenzen oder mit Streaming oder mit GEMA-Einnahmen und so weiter, mit Songwriting, Tantiem und so weiter. Also da wird es natürlich, muss man das ein bisschen ausweiten, die ganze Geschichte, aber nur mit Gigs spielen ist es natürlich schwierig. Hey, dann nimm doch mal dein Board, dein schönes Subboard und nimmst du mal deinen Laptop mit und recherchierst mal noch ein paar Sachen. Und wenn du auf der anderen Seite angekommen bist vom See, gibt es vielleicht noch ein paar Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Vielleicht als Sportlehrer. Ja, ich glaube, das wäre eine Fehleinschätzung meiner selbst, wenn ich diesen Weg gehen wollen würde. Da würden mir gute Freunde hoffentlich dazu raten, es nicht zu tun. Vielleicht als schlechtes Beispiel. Ja, die nächste Folge werden wir wahrscheinlich wieder im herbstlich-winterlichen Deutschland abhalten. Yes. Und ich hoffe, das war audiomäßig jetzt irgendwie halbwegs cool. Das Video wird ein paar Mal gehangen haben, aber wir haben eine separate Audiospur, die hoffentlich bei allen gut klingt. Ja. Und wenn jemand Millionär geworden ist mit etwas, was wir nicht wissen, dann kann er oder sie sich doch mal melden und uns dieses Secret verraten. Ja, einfach genau erzählen, was gemacht wurde, damit wir das kopieren können. Alle. Also Leute. Du könntest hinten an den 60er Jahre Gibson verkaufen, da bist du auf jeden Fall fast Millionär, diese Orangen, die da hinten hängt. Ja, wenn die, ich warte noch ein paar Jahre und dann gibt es genau 1 Million für die. Ihr könnt jetzt schon euch melden, wenn ihr die kaufen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir machen hier Schluss. Das Monster von Loch Ness stört unsere Internetverbindung. Wir freuen uns auf die nächste Folge Axel MV 35. Danke für eure Geduld und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss Axel, viel Spaß und schönen Urlaub noch. Ich sage tschüss. Auf Wiedersehen. Recording stopped.